Naja. Aber ich guck mal hier durch die Welt. Ich hoffe, mir fällt mal wieder ein Thema fürs Studium ein. Das wäre irgendwie richtig gut. Ah, und ich kann hier schon mal Zuckerrohr mitnehmen. Ja, ich farm einfach mal Essen und so, ja. Und so ein bisschen Kram kann man ja mal machen. Ich kann eigentlich auch mal Holz farmen, ja, wenn ich jetzt hier einmal schon im Wald bin. Für ein paar Äpfel oder so. Und ja, ich brauche für später halt unbedingt hier das Zeug, ne? Was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht. Wollte ich eigentlich ein Haus bauen? Ich weiß gar nicht, ne? Ich würde sagen, ich werde dann einfach ein Haus in einem Dorf oder so modifizieren. Dass ich mich da erstmal einrichte und halt dann noch was dran baue oder so, keine Ahnung. Aber irgendwie habe ich ja auch keine Lust, so richtig ein Haus zu bauen. Ja. Muss ich mal gucken, wie ich es mache. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht fällt mir irgendwas Cooles noch ein. Irgendwas Lustiges oder so. Was man dann mal austesten kann. Ja. So, was gibt's noch zu sagen? Ich werde auf jeden Fall die 1,14 so ein bisschen versuchen auszureizen. Ja. Ich hoffe, man findet zum Beispiel mal solche Büsche da, die es jetzt gibt, oder diese Füchse. Das wäre schon mal ganz cool. Ja, ein paar neue Sachen gibt's ja, aber irgendwie nicht so viel, ne? Wird ja auch immer bemängelt. Naja, mal schauen. So, und ja, essensmäßig und so muss ich halt gucken. Kühe bräuchte ich auch unbedingt mal. Für Leder ganz einfach und ja, Fleisch, ne? Ist halt wichtig. So, ich kann eigentlich gleich erstmal die Holzaxt verbrauchen, obwohl ich die auch im Ofen eigentlich verbrennen kann, ganz gut. Dann gucke ich schon mal ein bisschen da im Hintergrund. Was haben wir da so? Das sind ein paar Blumen oder so noch. Und ja, hier, das ist halt gerade blöd. Mit dem großen Baum. Ja, da habe ich gerade eigentlich gar keinen Bock drauf. Naja, ich guck mal ein bisschen weiter durch die Gegend, obwohl ja, ich müsste eigentlich ja mal warten. Wegen den Äpfeln. Jetzt kann ich eh nicht mehr sprinten, da kann ich auch mal kurz hier zurücklaufen. Oder? Ja, komm. Ich gucke einfach mal hier lang. Wo hatte ich denn jetzt alles Bäume abgebaut? Mann, ey, ich müsste mal wieder Fackeln setzen, wie ich es früher mal gemacht habe. Ja. Das wäre mal wichtig. Da könnte man hier mal ein bisschen sich umgucken. Und ja. Aber was soll ich sagen, ey? Ich habe irgendwie gerade wieder kein Thema. Ich weiß nicht. Mir fällt irgendwie nichts mehr ein, ja. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit über mein Studium reden, aber irgendwie schaffe ich es nicht. Ja. Ich weiß nicht, ey. Vielleicht kann ich mal über Studentenpartys reden, da habe ich vorhin drüber nachgedacht. Ja. Ich weiß nicht, ich finde, es gibt einige Studenten, die nutzen halt das Studentenleben nur, um feiern zu gehen, ja. Die sind echt nur darauf aus, die ganze Zeit in irgendwelche Clubs und so zu gehen. Und ja, ich weiß nicht, mich persönlich nervt das irgendwie immer. Im ersten Semester war es am schlimmsten, da war irgendwie jeden Tag was, ja, die ersten Wochen. Und ja, jetzt im zweiten Semester habe ich so erst gedacht, ja, ist ja gar nicht so viel los. In der ersten Woche war auch nicht viel, aber dann in der zweiten Woche ging es richtig los, ja. Da war dann auch irgendwie ständig was. Aber nicht mehr so viel wie im ersten Semester. Ja, da war es immer am schlimmsten. Im Wintersemester und jetzt im Sommer. Also, oder Sommersemester, wir haben ja erst April. Aber es heißt halt so, da ist halt irgendwie nicht so viel. Aber finde ich auch ganz gut, weil das wäre ein bisschen nervig. Wenn jetzt hier jeden Tag irgendwie so eine Feier wäre, weil das Ding ist, man denkt sich dann halt immer, ja, gehst du jetzt mit oder nicht, ne? Und ja, da überlegt man dann nochmal ewig. Und das bringt einen so ein bisschen in Bedrängnis oder so, oder ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber irgendwie fühlt man sich dann so in die Ecke gedrängt ein Stück weit, dass man dann eben unbedingt mitkommen muss und so, ja. Und ja, Gruppenzwang etc. Ich weiß nicht, ich finde das immer ein bisschen schwierig. Oh Leute, da ist gerade noch ein Ei rausgekommen. Als ob, ey. Das finde ich immer lustig, wenn sowas passiert. So. Naja, was soll ich sagen? Ich weiß nicht, ich finde diese Studentenfeiern einfach aktuell zu oft, ja. Ich habe halt auch nicht so die Möglichkeit, da immer mitzukommen. Weil ich, wenn dann immer irgendwo mit schlafen müsste und keine eigene Wohnung in der Nähe habe, ja. Und deswegen,
Ja, müsste ich dann aber mit dem Zug noch fahren um utopische Uhrzeiten. Und ja, da hat keiner Bock, Zug zu fahren. Ja, weil da fahren Leute mit, das glaubst du nicht. Ist halt immer scheiße, ne? Um die Zeit. Und nicht so einfach. Und ja, deswegen will ich da eigentlich nicht mit dem Zug noch rumfahren und so. Und ja, keine Ahnung. Es ist immer ziemlich schwer, das hinzukriegen, zeitlich, ja. Vor allem, wenn die Feiern immer erst 22 Uhr losgehen, ey. Da bin ich schon das erste Mal abgefuckt, so, keine Ahnung. Kann man das nicht irgendwie 18 Uhr machen oder so? Dass man, keine Ahnung, dann schon wieder abhauen kann später. Dass 18 Uhr losgeht, da kommen so die ersten, ja. Oder keine Ahnung. Dann 20 Uhr sind vielleicht mehrere da, ja, da kann man mal hingucken. Für 2 Stunden, dann geht man wieder. Reicht doch auch. Das wäre zumindest für mich noch machbar. Ich meine, gut, da müsste ich immer noch spät mit dem Zug fahren. Na gut, ich könnte ja auch von 19 bis 21 Uhr oder so, also wäre ja dann variabel, da wäre ich dann flexibler schon, ne? Obwohl ja, die späten Züge sind halt wie gesagt auch immer alle ein bisschen blöd, muss ich sagen. Das ist halt echt so ein Punkt, warum ich es nicht mache, ne? Und weil ich dann halt auch nicht immer wie so ein Schnorrer irgendwo bei jemand anderem pennen will. Keine Ahnung, das wäre mir irgendwie dann unangenehm, wenn ich dann immer nur das ausnutzen würde, ja. Muss dann auch nicht sein. Und ja, deswegen weiß ich nicht. Ich finde das irgendwie ein bisschen schade, dass diese Partys auch immer so schlecht terminiert sind. Oder die könnten auch mal direkt nach der Uni sein oder so, weißt du? Dass man jetzt, keine Ahnung, dass man Schluss hat, 15:30 Uhr oder was weiß ich. Oder 15 Uhr, noch was und dann geht man direkt in den Club. Ja, das wäre übelst geil, weißt du? Da könnte man schön nachmittags feiern. Und, ja, gerade wenn es regnet oder so, wäre es eigentlich ganz cool. Und ja, dann könnte man irgendwie noch ein bisschen oder noch zu einer normalen Uhrzeit nach Hause fahren, ja. 18 Uhr oder 19 Uhr oder so, weißt du. Das wäre übelst geil, der Termin. Aber weil das einfach mal nachts ist, habe ich da auch einfach keinen Bock drauf, ja. Ich weiß nicht. Das ist einfach jedes Mal immer erst so spät. Und ja, also ich habe echt keinen Bock, 22 Uhr bis 2 oder 3 Uhr dann feiern zu gehen. Vor allem die Feiern sind ja auch immer in der Woche. Die sind ja nie am Wochenende, weil da auch alle irgendwie nach Hause fahren oder so, ne? Und ja, also auch die dann da wohnen in der Nähe, die fahren dann eben alle mit dem Zug und ja, da sind halt nie Feiern eigentlich am Wochenende. Und ja, finde ich aber auch eigentlich ganz gut so, ja. Dass sie in der Woche sind, aber wirklich so spät, das passt dann einfach nicht, ne? Ich meine, selbst wenn du am nächsten Tag frei hast oder so, ich möchte nicht bis um 3 oder so feiern gehen oder um 4 oder um 5, was da manche machen, ja. Sondern, ja, keine Ahnung, ich will meinen Rhythmus so einigermaßen drin behalten, den Schlafrhythmus, dass ich dann halt den Tag drauf, wenn wir dann wieder um 8 oder so Vorlesungen haben, dass ich dann halt auch um 8 aufstehen kann, ja. Und nicht, weil ich zum Beispiel Dienstagnacht bis um 5 gemacht habe, dass ich dann bis um 13 Uhr schlafe, ja, oder um 12 oder so. Und dann muss ich schon wieder abends um, ja, keine Ahnung, 11:30 oder so ins Bett, dass ich dann um 6 aufstehe und ach, keine Ahnung, das ist doch alles scheiße, ja. Dieser Schlafrhythmus, das würde gar nicht gehen, ja. Das wäre einfach, also ich weiß nicht, das nervt einfach nur sowas. Und ja, ich weiß nicht, diese Umstellung da, das ist einfach viel zu krass. Jedes Mal und ja, generell so nachts feiern, ich weiß nicht, muss nicht sein. Ich verstehe nicht, warum die das so auf nachts immer legen, ja. Vor allem, du hältst dich dann vorher ewig wach oder so, oder vielleicht kannst du vorher auch schon schlafen, ja gut. Aber ich finde das halt einfach scheiße, diese Terminierung immer, ja. Ich hab da halt auch persönlich einfach keinen Bock drauf, nachts irgendwie rumzufeiern. Sondern da habe ich entweder Lust, so, ja, produktiv zu arbeiten oder so, ja. Zum Beispiel für YouTube irgendwelche Sachen machen. Oder ich würde einfach schlafen. Ja. Wäre ja auch mal was. Aber ich will da nicht noch rumfeiern, vor allem ist es ja auch anstrengend, ja. Ist ja nicht so, dass du jetzt einfach mal chillst oder so, sondern ja. Ist halt immer irgendwas los dann und
körperlich auch ziemlich anstrengend etc. Und ja, deswegen ist es selbst, wenn ich selten feiern gehen würde, sehr schwierig. Aus diesen ganzen Gründen, die ich jetzt so erläutert habe. Und ja, ich weiß nicht. Aber trotzdem ist es halt eigentlich eine coole Sache, ne, dass so Feiern überhaupt stattfinden. Und ich hoffe, dass es halt mal eine gibt, die zu einer früheren Uhrzeit ist. Auch wenn ich mir meine Wohnung in der Nähe hole. Dass ich dann halt die Möglichkeit habe, okay, dass mein Schlafrhythmus zum Beispiel nicht so auseinandergefetzt wird oder so, weißt du. Das wäre halt einfach ganz cool. Aber ja, da habe ich erstmal so meine Sachen erzählt jetzt hier, was Feiern angeht. Ja, oder diese Studentenfeiern explizit. Und ja, dann wäre es das gewesen von der Folge. Danke fürs Zusehen an der Stelle. Bis zum nächsten Mal. Und ja, tschüss.